Nah, Pak suaranya bagus, Gak kepikir pengen jadi news anchor, Pak. <laughs> ya, kalau kalau ada lowongan, uh, oh, yakin, Pak. <laughs> nah, ini kan bikin penasaran dong ya, gitu kan suara Pak Tom <laughs> ini kan benar-benar menarik perhatian publik nih. Sekarang gantian dong Yo. Pak Tom Lembong membacakan uh, naskah berita. Kali ini Pak Tom harus membacakan bahasa Jerman. Setuju Oke. Okay. Pak Tom boleh maju ke sini, Pak Tom. Semangatnya dong buat <laughs> Pak Tom Lembong. Die Figur von Tom Lembong in letzter Zeit ist äh, sehr viel besprochen auf dem Internet äh, von Netizens. Äh, insbesondere nachdem er von Anis Ose dann eingeladen wurde, um zusammen auf TikTok äh, live zu sprechen. Also dieser Mann mit dem kompletten Namen Thomas de Castellembon wurde angesagt als einer der Co-Captains in dem nationalen Team für die Kampagne von Anis Bozoidan Mohammed Iskandar für die Präsidentenwahlen in 2024. Aber bevor er ein Mitglied wurde von diesem nationalen Team, wurde dieser Mann berühmt, weil er seine ganze Karriere immer seine Tasche mitgebracht hat, ob das in der Investitionsgebiet war oder in dem Bankwesen, der äh, sein Diploma von Harvard in 1994 bekommen hat, äh, in dem Fach von Architektur und äh, äh, Stadtplanung. Äh, komischerweise hat der Stadt Architektur esen Endes das Bankwesen gewählt für seine Karriere. dengan demikian, selanjutnya saya kembalikan kepada eh koresponden kita, Mbak Johanna Margarita. Pak, gimana sudah tahu rasanya jadi saya seperti apa kan rasanya, Pak? Baca beritanya, Ya, Dimana, Pak? soalnya saya kan sekarang apa bahasa Jerman saya cuma bahasa rumah tangga karena mm -hmm. saya cuma pakai itu untuk ngobrol dengan ibu, mm -hmm. dengan kakak, ya kan mm -hmm. jadi bukan bahasa Jerman yang apa bidang bisnis atau sebagai apalagi sebagai koresponden gitu ya. Oke. Okay. Berat-berat. Gimana berat. pa para panelis nilainya berapa jadi presenter? Sepuluh. 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 Sepuluh.